whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute machen wir wieder ein bisschen Tierkunde. Und zwar geht es heute nicht um die Famous Grouse aus Schottland. Nein, heute geht es um den Wild Turkey, den wilden Truthahn in den USA. Und der ziert das Etikett der Wild Turkey Whiskys. Und eigentlich ziemlich hässliche Tiere, liegt im Auge des Betrachters. Und heute probieren wir den 8-Jährigen, der mit 50,5 Volumenprozenten 101 Proof abgefüllt ist. Das war früher die Stärke, wo man dann einen Whisky Bottled in Bond bezeichnen durfte, wenn man mehr als 100 Proof hatte. Und da musste auch noch an der Brennerei abgefüllt werden. Das ist heute lange schon nicht mehr der Fall. Bei Wild Turkey hat man also eine tolle Produktion. Direkt am Kentucky, oberhalb des Kentucky Rivers. Eine riesen Eisenbahnbrücke geht da über den Kentucky River. Leider nicht mehr in Betrieb. Wunderschöne Sache. Und riesige Lagerhäuser mit Whisky, aber die Abfüllung erfolgt nicht mehr an der Brennerei. Und zur Vergangenheit steht hier auf der Schachtel außen drauf. Wild Turkey was first savored as a specially selected barrel-aged bourbon by a group of hunters. Also und die wurde zuerst verkostet von speziell ausgewählten Fässern. Barrel-aged, also in Holzfässern gelagerten Bourbon, durch eine Gruppe von Jägern, die den Wild Turkey suchten. Und das war also dann der Namenspatron, dass man also auf die Jagd ging und den erlegt hat. Naja, ziemlich martialisch, aber in den USA hat man schon immer gejagt. Ne? Und es ist auch heute noch ein Riesensport, bei denen zu jagen. Ja, und heute wird er natürlich destilliert nach alter Kentucky-Tradition und so weiter. Ja, ein legendärer, weicher Bourbon, known as Wild Turkey. Legendär weich, smooth and mellow ist das, was die wollen. Aber der ist bestimmt nicht smooth and mellow. Was ich von dem gehört habe, 8 Jahre, der ist schon ein bisschen wurzig. Also da machen sie hier etwas, was nicht so ganz stimmt. Und sie legen hier also auf die ausgebrannten Holzfässer Wert. Und als ich die Brennerei, ich meine, es wäre 1998 gewesen, besichtigt hatte, da haben sie mit mir gezeigt gehabt, wie sie unterschiedliche Grades, also unterschiedliche Stufen des Ausbrennens, der Holzkohle-Schichtdicke an der Innenseite der Fässer bei Wild Turkey spezifizieren und was sie da für die verschiedenen Whiskys dann an Holzkohleschicht haben wollen. Je dicker die Holzkohleschicht, dann wird er nicht rauchiger oder irgendwas. Nein, der wird dann milder, weil Holzkohle ein Aktivkohlefilter ist. Eine sehr hohe innere Oberfläche, nimmt die scharfen, leicht flüchtigen Bestandteile auf und führt sehr schnell zu einem weichen Alkohol da drin. Ja, es gibt vom Wild Turkey noch ein paar andere Flaschen. Der Rare Breed ist also einer meiner Liebsten, habe ich auch schon probiert. Müsste ich ein Video haben, blende ich ihn hier ein, wenn ich es tatsächlich habe. Es gab noch einen 1855, das war der Vorläufer des Rare Breed, auch ein sehr schöner Whisky, schon ganz lange, schon bestimmt über 10 Jahre nicht mehr erhältlich. Und es gab auch die ganze Zeit lang einen 12-Jährigen, aber auch der ist nicht so einfach zu bekommen. Wir sind jetzt ja schon froh, dass wir wieder einen 8-Jährigen bekommen. Bei Wild Turkey, irgendwie hat man da Europa und ganz speziell Deutschland ein bisschen abgehängt. Also woran das liegt, keine Ahnung, ob es am Distributor liegt. Was ich weiß, die Brennerei Wild Turkey, beziehungsweise die Firma, in der die Brennerei aufgehängt ist, Austin Nichols, die wurde verkauft. Jetzt fragen Sie mich nicht, an wen die verkauft wurde. Ich habe es leider vergessen und vergessen nachzuschlagen. Aber die waren früher in der Hand von Pernod Ricard und die haben sie jetzt, glaube ich, verkauft. Ob es daran liegt, dass weniger Flaschen zu uns kommen, dass es da keine entsprechenden Distributionsabkommen gibt, ich weiß es nicht. So, jedenfalls, wir kriegen regelmäßig Anrufe von unseren Kunden, wo sie sich beschweren und sagen, ah, ihr habt wieder keinen, woran liegt es und so weiter und so fort. Und da kann ich immer nur sagen, an uns liegt es nicht, also wir hätten ihn sehr gerne. Es liegt einfach daran, dass wir Deutsche da wohl nicht so die
die großen Abnehmer von diesem Whisky sind und da werden wir dann ein bisschen vernachlässigt. Also irgendwie ist das ein bisschen schwierig heute. Die Perforation. Das ist irgendwie so ein Metallkunststoffding und da ist die Perforation nicht tief genug gewesen. Aber wenn Sie glauben, jetzt der Ton wäre nicht richtig synchronisiert, das blubbert zuerst, bevor der erste Tropfen rauskommt. Ich habe mich da selber schon beim Anschauen der Videos immer ein bisschen erschrocken. Aber erst machen Sie einen blub, 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 gehen die ersten Blasen nach hinten. Blub, 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 blub. Das kann man jetzt hier so ein bisschen vielleicht sehen. Bevor dann vorne der erste Tropfen rauskommt. Also da habe ich dann auch schon gedacht, die Kamera ist kaputt oder so. Sehr volles Aroma. Der Alkohol spürbar, drückt mit. Würze, 8 Jahre Reifung in frischen Eichenholzfässern. Ganz deutlich da. Und es wird immer, ich werde öfter gefragt, hat denn der diese Klebstoffnote, die so viele amerikanische Whiskys haben? Und der hat sie ganz zart. Diese leichte, ich glaube, es ist eine Aldehydnote, die hat er. Jetzt schütteln wir ein bisschen den Alkohol raus. Ja, und die wird auch noch ein bisschen stärker. Und die Würzigkeit kommt. Ziemlich süß ist auch. Tja, jetzt probieren wir. Wow, voller Antritt. Alkohol ist auf der Zunge zu spüren. Ja, süß. Treibt den Speichelfluss. Würze ist da auf der Zunge. Ein Tick Eiche ist auch zu spüren. Ja, und so. Honigsüße. Könnte eine Honigsüße sein. Jetzt mit dem zweiten Riechen kommt die Vanille richtig hoch. Diese Klebstoffnote ist verschwunden. Jetzt kommt Vanille, Karamell. Ja, erstaunlich süß und würzig zugleich. Die Frucht bleibt richtig auf der Strecke. Da ist nicht viel Frucht dabei. Das ist einfach ein schwerer, voluminöser, aber süßer Whisky. Hat mich gefreut, dass ich den jetzt auch mal probiert habe. Und ich freue mich auch, wenn Sie den bei uns probieren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.